Mein Name ist Morteza Tawakkoli, ich bin vom Beruf Schauspieler, während dem Krieg im Iran geboren und mit 5 Jahren mit der Familie nach Österreich emigriert. Wir sind damals aus dem Iran geflohen aufgrund der Zustände und der Entwicklungen, die sich da im Iran abgespielt haben. Eben einer der Beweggründe für meinen Vater, also aufgrund der Familie, warum wir den Iran verlassen haben, weil wir Familienmitglieder hatten oder haben Cousins von mir, die freiwillig mit 13, 14, 15 in den Krieg gezogen sind. Die sind halt von der Schule aufgebrummt worden und so ein Brainwash stattgefunden hat, dass die nicht in Frage stellen an das, was man glaubt. Im wahrsten Sinne des Wortes in der vorderste Front geht und für seine Ideale kämpft. Das waren eben auch die Beweggründe für meine Familie, dass sie gesagt haben, das ist zu viel Risiko behaftet, weil vor allem die Jungen sind halt die als erstes quasi von so einer Maschinerie aufgegessen werden oder infiltriert werden. Je mehr Familien betroffen sind, desto mehr Menschen werden dann sich einfach da, in dieser Welle des Protestes sich dann hineinbewegen. Muss sich so seine Balance tun, so ein bisschen vielleicht ins Stoische zu gehen und ein bisschen eine Ruhe zu bewahren und durch diese Ruhe auch einen längeren Atem da sich anzueignen. Dass man weiß, wenn man dranbleibt, wenn man nicht aufgibt, wenn man weiterhin nach vorne geht, dass es irgendwann ein Ende haben wird. Weil am Ende des Tages, das Volk, die Menschen, wir sind mehr. Und es ist wirklich nur eine Frage der Zeit, bis eine neue Ära eingeläutet wird im Iran.